Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Feljack und wir starten ein weiteres Angezockt, oder was heißt, ich starte ein weiteres Angezockt für euch. Ja, das ist noch eine Demo. Es ist ein Wild-West-Spiel, aber es ist aufgebaut wie Diablo so ähnlich. Also es ist Hack'n'Slay, Survival. Ja, es ist eine schöne Demo. Es ist auch ein sehr schönes Spiel. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist erst seit zwei, drei Tagen draußen oder so. Ja, und dann schauen wir da doch mal rein. So, das sind wir jetzt da unten. Dann haben wir halt hier unseren Charakter. Na, sehen wir es schon, ne? Also wir haben hier die Stärke-Level, Leben, Ausdauer und naja, ihr wisst schon, könnt ihr selbst lesen. Ich und mein Englisch wieder, ja. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall. Kann man skillen übrigens. Inventory halt, ne? Also was wir looten und so weiter. Und das sind Abilities. Ja gut, schießen ist mit rechter Maustaste. Laufen ist hier mit gedrückte linke Maustaste. Ne? Dann nur die Maus bewegen. Und dann ploppen diese Gebiete mal auf. Das seht ihr schon, dann leuchtet das hier immer so. Talk to people, to receive quests. Also hier Questen. Wollen wir nicht alles durchlesen, sagen wir, gucken wir mal nur look around and find the was? Abandoned Train Station. Naja, okay. So, your quest log has been updated. Und dann gucken wir mal, siehst du, hier leuchtet es wieder. Da ist gleich Loot. Pick up three items with left click or E. Also mit E ist einfacher. So. Denn Linksklick ist ein Shortbow. 2 bis 4 Damage. Damage Rating 6. Dexterity 1. Hat der dann 1 bis 3 hatte der noch. Jacke und Hut. Mit Remove Items kann man sich dann drückt man drauf, dann kann man sich das aussuchen. Alle weißen, alle grünen, alle gelben rausschmeißen. Dann schmeißen wir die Waffe weg. Zurzeit kann man, glaube ich, noch nichts verkaufen oder so. So, da hat sich jetzt was geöffnet. I heard something moving over there. Ah, ihn hier. So, ah, guck. Nice. Gleich grüne Handschuhe gefunden. Natürlich gleich ausrüsten. Hier ist ein Switch, der öffnet die nächste Ebene. Hier ist wieder ein Item, wieder ein grünes. Ah, eine grüne Pistole, sehr nice. 1 bis 3 Damage. Okay, der Bogen ist ein Tuck besser, aber nehmen wir doch lieber was Grünes, ne, anstatt was Weißes. Weiß ist ja immer ein bisschen trashig, ne. Kann man hier noch was öffnen? Nein. Also ist schon echt ein geiles Spiel, also. Ich hoffe, der entwickelt das schön weiter. Es gab heute auch ein Update. Oh. Ja, doch gleich viel mehr Schaden, die Waffe. Jetzt weiter. Immer schön alles mitnehmen, ganze Skelette und so. Mit den Leveln. Quest Object, the Dead and the. Was? And the Damned. Die Toten und die Verdammten. Yeah. I'm glad you are here, your reward. 90 Erfahrung und ein Gewehr. Night is terrifying, isn't it? Ist eine neue Quest. Find and slay 6 Skeletons. Ah, ich soll. 6, your quest log has been updated. Und bla bla bla. Und hier noch. Hier kommen wir noch nicht hin. Aber normal, wenn das hier mal leuchtet, dann ist hier auch was. Also dann. Ja, auch hier gibt es den ersten Skill. Your abilities can learn from the inventory, E. So, dann gehst du erst hier auf, dann seht ihr das schon. Ability Personal Shot. Und wenn das kannst du jetzt lernen, mit Linksklick. Jetzt ist das hier unten drin. Und wenn man dann Taste 1 drückt, dann wird das aktiviert. Und hier ist das jetzt auch drin. So, jetzt gehen wir mal zum Skelett. Aktivieren wir mal. Puff, ein Schuss weg. Das ist schon ganz cool. Level 2. Jetzt kann ich leveln halt, ne? Wenn wir jetzt die Stärke, dann machen wir zum Beispiel Handfeuerwaffen, Gewehre kann man jetzt hochpushen mit Stärke. Hat übrigens 5 Punkte jetzt hier, ne?
Das dein Leben hochballern oder Decks wie hier Ausdauer und so ein Mist kannst du halt für Bögen und Armbrüste. Ja, und Damage, bla bla. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Also schlagt mich, aber ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich push das mal hoch. Aber hier. Los, nehmen wir alle Punkte rein. So, mal richtig schön Schaden machen hier. So. 1,5. 1,3 hat auch, auch wenn sie grün ist. Das Gewehr ist dann doch besser. Oh, da kommen sie schon mal hinten. Auf. Oh, was war das? Vielleicht noch einer. Neue Rüstung. Ist die besser? Nee, ne? Armor 3. Ah, ne, ist dieselbe. Okay. Okay, Return to Butcher Bart. Also jetzt habe ich den Quest erfüllt. Gehen wir mal schnell zurück. Dann kriege ich wieder 110 Erfahrung. So, er hat jetzt eine neue Quest da oben. Follow the path to a town called was? Corpse Creek oder ähnlich. Ich soll den Weg hier folgen, also hier runter. So, zu der Stadt. Ja, haben wir es noch hier. Hier ist ein Switch. Da liegt wieder ein Ability. Zack. Meins, was ist das? Bola Throw. Also Bola Projectile on enemy, the enemy will be slowed by 80% for 3 seconds. Also wenn du da kannst du eine Bola hinschmeißen, wenn mit dem Skill, und dann wird der Feind um 80% verlangsamt für 3 Sekunden. Nehmen wir natürlich mit. Ist dann der Skill hier. Auf 2. Weiter jetzt? Nee. Aber da rechts geht's weiter. Nur so eine Art Extra Level gewesen. Warte mal, das wollen wir testen, ne? Ja, mal guckt, hier ist er ganz langsam. Den ganzen wegholzen. So. Ah, hier ist die Stadt, seht ihr? Wolf's Creek. Hier kriege ich auch gleich meinen nächsten Quest. Ah, ne, hier kann ich erst abschließen. Hier kriege ich 50 Dollar, 120 Erfahrungspunkte. Dann Level up. Hauen wir wieder hier rein, oder? Ah, mit Leben ist ja noch nicht so. So, diese Quest hier unten, da war ich schon mal. Finds a small graveyard north of Corpse Creek. Ich soll den kleinen Friedhof finden im Norden von der Stadt. Probieren wir hier mal hin. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Also ich kann es echt nur empfehlen. Momentan noch für umsonst. Kann mir aber vorstellen, dass das irgendwann mal Geld kostet. Also kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schön gemacht. Schön, schön animiert alles. Läuft eigentlich recht flüssig von der Hand. Maussteuerung ist gut. Hat man eine neue Waffe gebrauchen, war? Dann langsam stärker die Gegner, man merkt es. Ja, mit Lebensenergie ist noch nicht so dolle, ne? Das sind jetzt keine Massen von Gegnern hier oder so. So, dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier noch Schönes? Geht's jetzt weiter? Nein, geht's nicht. Hier auch nicht. Aber dann muss das irgendwann weitergehen. Und man sieht ja wieder diese weißen Dinger, die da rumfliegen. Hier ist nix. Was soll ich denn hier? Hier ist doch jetzt, ist nicht der Graveyard hier? Ja, die hatte ich vorher noch nicht. So, wiedersehen. Irgendwas machen? Nee, ne?
Ach nee, ich muss jetzt zurück wieder. Ah ja, ich sehe schon. Ist ein Skelett halt bei mir. Man droppt aber auch nichts. Aber gibt die Erfahrungspunkte, ne? Sollen wir jetzt zurück das Quest abgeben? Ich sollte das wahrscheinlich nur entdecken, den Friedhof. Ah, you're right. Ability Flaming Arrow of Flammenpfeiler. Fires a burning arrow in a direction burning every enemy hit requires bow oder crossbow. Also man braucht hierfür einen Bogen oder eine Armbrust. Ja, feuert einen brennenden Pfeil in die Richtung des Feindes und verbrennt ihn mit jedem Treffer. Gehen wir mal weiter hier. Geht's hier weiter? Nein, hier geht's noch nicht weiter. So, ich muss ja ein neues Quest, Mensch. Lay the remains of Sloppy Bill at the graveyard north to the town. Kann man jetzt hier lang? Nee, wollen wir nicht. In die Häuser kann man nicht rein. Also nicht, dass ich wüsste. Kill Bill. So, da ist hier einer. Jawohl, und ein Necklace gekriegt. Und ein Level Up. Damage Rating 1. Removed. Die Weißen können wir rausschmeißen. So, das kann ich mal lernen. Aber hier den hier, den. So, das nochmal aus. Jetzt. Alles immer auf Stärke hier. Ich sollte auch mal das hier mal hochskillen. Weil ich glaube später, also hatte ich zumindest im anderen, wo ich schon mal angespielt hatte, hatte ich ein rotes Gewehr gehabt und da brauchst du das dann. Oh oh. Ich will mit links angreifen, deswegen renne ich immer dahin. Also jetzt ist der Schaden gleich schon viel besser, ne? Vielleicht ratsam am Anfang erstmal nur auf Schaden zu skillen. Ist ja wie gesagt noch eine Demo und ich denke mal später sind die Skills dann ein bisschen wichtiger noch. Du musst auch verschiedene Sachen skillen. Aber jetzt ist erstmal Schaden nur ganz gut. Er macht hier auch nichts. Aber hier will ich mal bei 3. Ach nee, ich brauche hier einen, stimmt hier. Ah. Ach, ja. Der auf 1 ohne grüne Hose. Sehr nice. Sehr nice. Armor 12. Ja, und dieses tolle Wort, was ich ja nicht aussprechen kann. Feljax in the house. Ja, ihr wisst jetzt so lange, ich denke mal so langsam von den Leuten, die meine Videos jetzt schon länger geguckt haben oder viele oder mehrere geguckt haben. Oh, hier ist gleich ein Boss. Oh, oh, oh. Okay, erst gleich mal den Ulti hier reingeballert. Die Bola. Zack. Besser weg. Wow. Aber richtig dicken Loot hier, wa? Haben wir hier Bills Golden Tooth. Weil die rot ist, oder ist das einfach nur Strength 14, Dexterity 14, Proficiency 14, Constitution 14, Reflect Damage 2. Wow, die ist natürlich Killer, ne? Armor 3, Strength 6. Auch sehr nice. Habe ich hier nicht gerade irgendwas episch gefunden? Ich habe da auch. Habt ihr nicht gerade auch was leuchten gesehen? Meine, ich hätte hier gerade was leuchten gesehen, was lila ist, aber bin ich aufgehoben, ist nichts passiert. Alles. Na, nicht den Baum anballern. Merkst du gleich, dass du das ist, dass du das Zeug hast. Das hier habe ich auch noch nie gefunden. Gauntlets. Ja. So, schauen wir mal weiter. Return to Flynn. Oh, dann schießt doch nicht mehr vor den Baum. Er schießt zweimal drauf und er schießt immer noch ein drittes Mal. Ja, okay. Ist nichts mehr.
Weiß gar nicht, ob man an ihn ranzoomen kann. Complete Quest. Ich kann auch gleich mal safen. 150 Experience und eine neue Knarre. 8 bisschen Damage. Neues Quest. Find a place to bury Bill's remains south from in der Stadt im Süden diesmal. Werden weiterhin Waffen skillen. Oder vielleicht auch mal Leben langsam skillen. Ne? Man sieht ja schon. Bis 10. Aber locker, ne? Locker und lässig. 8 bis 10, ja. Hier oben ist das Feuer, ne? Hier seht ihr schon. Da kann man safen. Checkpoint, you feel safe. Ich hab schon ganz vergessen, hier zu safen. Was soll ich nach Süden gehen? Jetzt geht's. Ne, warte mal. Auch irgendwo. Ah. Jetzt weiter. I currently wish in the town. I'm from a small camp high in the mountains. Okay, sie kommt von einem kleinen Camp hoch in den Bergen. Da wo die Alm ist, ne? Wo Heidi und Peter, ihr wisst schon. Nein, Spaß. No. Oh, jetzt öffnen sich hier alle auf einmal. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Das ist sowieso nichts. Ah. Okay, hier öffnet sich wirklich alles jetzt, ne? Also. Oh, gelbe Stiefel. Oh yeah. Armor 9. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Ich hatte noch gar keine. Ah. Dann gleich gelbe gekriegt. Das ist schon mal nice, ne? Sehr schön. So. Den auch noch. Zack. Hier steht schon der nächste. Complete Quest. 190 Erfahrung. Neue Quest. Find and Gather 10 Needle Mushroom. Ja. Ich soll Pilze sammeln. 10 Stück. So, und jetzt tauchen hier überall so Pilze auf. Ich habe das schon mal gemacht. Da war das Quest aber buggy. Ob das jetzt geht. 2. Sieht man ja oben rechts. Na. Ah, jetzt durch E. Ich will ja mit der Maustaste aufheben, aber das ist. Man sollte echt E drücken. 4. Fünf. Sechs. Ist auch buggy, ist er tot, aber er steht wieder. 7, 8, 9, und noch einer, ne? Ah ja. Ach so. Okay, dann wurde das wohl gefixt mit dem heutigen Update. Immer sehr schön. Da hat man dann auch, wenn das Quest hier oben war, dann habe ich das hier oben ausgemacht und habe es wieder angemacht und dann waren die Pilze weg. Das war auch so ein Bug. Oh, mehr Stiefel. Ah, sind da weiße. Sind die denn besser? Naja, die haben da 3. Die anderen hatten 9, glaube ich, ne? Die hier? Ah, die haben 9. Neue Rüstung, neuen Hut, kann ich noch gebrauchen. Ring. Was ist das hier noch? Weiß ich nicht. Und das Tränke sind das. So, jetzt lass mal gucken. Lass mal so ein bisschen in Leben reinballern. Haben wir nicht schon 320 Leben? Tab, kann das hier ausfallen? Das Spooky House, ja. Sollen wir das Quest abgeben? Da kriege ich wieder 200 Erfahrungspunkte und Heals der Charakter bei 20 Heal Points, also halt den Charakter um 20 Lebenspunkte. Sehr nice. Was ist denn hier auf Tastatur 4? Auf Tastatur 4 kann ich mich dann schön heilen jetzt. Das ist auch sehr gut. Slay Raven's Wife oder so ähnlich. Oh, ah, du Heiland. Hier erstmal die Ulti rein. Langsam. Dann hauen wir da mal richtig drauf.
Er scheint aber festzubangen, wenn man ihn verlangsamt. Quatsch. Eine neue Waffe. Ein Necklace noch. Eine Halskette. Ah! Ohne hier. Alter Falter, 32 bis 40 Damage. Alter Falter. Damage Rating 15, Critical Rating 14, Critical Damage 30%. Also Schadensrate 15, kritische Rate 14 und kritischer Schaden 30%. Tag, Alter. Wow, ach ja, ich kann zwei Waffen tragen. Dafür ist bestimmt noch der andere Slot, ne? Genau, hier. Dann hast du hier und hier. Kranke Scheiße, sorry. Das ist heftig, ja, das ist heftig. So, wir können jetzt mal remove die Weißen alle rausschmeißen. Braucht kein Mensch. Aber wir haben ein bisschen Platz. 120. Throw a Bowler Project on enemy. An enemy will be slowed. So haben wir das schon. Hä? Wieso ging das denn nochmal? Ah, das war es schon. Ja, probiert das selbst mal aus. Wartet drauf, dass noch ein paar Updates kommen. Dann, und beobachtet das Game selber mal ein bisschen. Ich denke, es wird immer Stück für Stück erweitert. Es ist schon sehr, sehr, sehr geil. Ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ja, wow, you finished the final quest of the demo. Let us see the best item you found and share it. Launch some game on Twitter. Are you interested in cool stickers and like to help us to get founding? Check out Patreon.com, launch some game. Also ihr könnt hier auch unterstützen. Wenn ihr, ihr könnt auch gucken, das beste Item, was ihr findet, das könnt ihr mit launch some game, könnt ihr auf Twitter sharen, könnt ihr euch teilen. Hier gibt es noch ein Sticker-Pack, könnt ihr auch holen, wenn ihr Patreon seid, wenn ihr den unterstützt mit einer Geldspende, bekommt ihr ein Sticker-Pack. Ja, schön, schön, schön. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also ich freue mich auf mehr Inhalt. Wenn das mal full release wird, werde ich definitiv davon ein Let's Play starten. Das macht auf jeden Fall richtig Fun, das Game. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir einen Daumen nach oben da, support SkyMord. Ein Abo wäre sehr schön und die Glocke nicht vergessen neben dem Abo-Button. Dann so werdet ihr immer über neueste Videos von mir immer auf dem Laufenden sein, immer informiert auf dem Handy und so weiter. Ja, und dann würde ich sagen, sagt euer Felsic, bis zum nächsten Mal. Tschüss!